die große Chancen hat, hier Weltmeisterin zu werden, jenen Titel zu gewinnen, den Natalia Jurtschenko, die fast 21-jährige große alte Dame der sowjetischen Riege, vor 2 Jahren in Budapest gewonnen hatte. Natalia hatte einen Patzer in der Pflicht, aber nun geht sie daran, aufzuholen. Sie hat zum ersten Mal diesen Sprung gezeigt, führt ihn schön aus, aber halt ohne Drehung in der zweiten Flugphase. Natalia Jurtschenko, die, wie gesagt, inzwischen fast 21 Jahre alt ist, kommt aus Rostov am Don. Verletzte sich im Gerätefinale der Weltmeisterschaften von Budapest vor 2 Jahren sehr schwer. Hier die Wertung für ihren ersten Sprung. Pausierte dann doch ziemlich lange und kam dann bei den Europameisterschaften im Mai dieses Jahres in Helsinki wieder an den Start und wurde gegenüber den jüngeren Konkurrentinnen aus anderen Ländern klar distanziert und nur 10. Aber hier scheint sie wieder stärker zu sein. 2. Sprung. Mit Drehung. Ja, also wenn sie Glück hat, kann sie noch eine 9,8 bekommen mit sehr viel Wohlwollen und für den Namen einer Natalia Jurtschenko, der sicherlich großen Persönlichkeit dieser jungen sowjetischen Riege, dem Rückgrat dieser Mannschaft. Neun. 0,875, die wohlwollende Wertung für Natalia Jurtschenko.